Dieses Entschuldigungsschreiben ist einfach eine Scheißwert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich muss zugeben, ja, Asche auf mein Haupt. Ich verfolge Game 2 nicht regelmäßig, muss ich zugeben. Aber ich habe von dieser Doku, warum Gollum scheitern musste, ja, und es geht um Dedelic größtenteils, und ich sehe hier vorne schon, da ist Spot, da sind zwei Deponia-Teile, Whispered World in New Hope. Dedelic hatte so unglaublich schöne Adventures und es ist unendlich traurig. Ich wünschte, und ich weiß nicht, wer sonst machen sollte im Gaming-Bereich, ich wünschte, Rocket Beans würden öfter mal so investigative Themen angehen, also so investigative Videos machen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr aufwendig, sowas zu realisieren, und ne, du brauchst ja viel Recherche, du brauchst Leute, die das machen und so weiter, ist wahrscheinlich sehr aufwendig, aber das wäre halt sehr, sehr cool. Würde ich mich sehr freuen, weil ich, aber das ist mein persönliches Subjekt. Mach du es? Wann soll ich die Zeit haben? Ich zerreiß mich doch jetzt schon. Wenn ich das mache, dann wird das oberflächlich und schlecht, aber da sind Leute, die Ahnung davon haben, da sind Leute, die ein Team dazu haben, da sitzen 100 Leute, die können das. So, ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das wäre sehr cool. Würde ich mich sehr freuen, weil mich, aber das ist ja subjektiv, ich fände es sehr interessant. So, Report, warum Gollum scheitern musste. Musste, ist auch fett geschrieben, Game 2, Folge 307. Dann schauen wir mal rein. Was mir halt sehr, sehr leid tat, war diese ganzen Menschen in diesem Team, die sich richtig reingehängt haben und die dann so innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil es wird halt wehtun. Den Poki, wir sind ja bei der Polaris und wir fahren extra einen Tag früher, weil am Freitag besuchen wir Poki und Frau und wollen einmal den ganzen Tag quatschen. Mehr wollen wir nicht machen. Vielleicht ein Bierchen oder zwei, ich weiß noch nicht genau. Aber einmal den ganzen Tag quatschen und einmal mal ein bisschen uns austauschen, einfach ein bisschen. Ja, ich freue mich unendlich drauf, weil ich Poki einfach liebe, ja, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor vielleicht Sachen, die man hört. Ich weiß noch nicht genau. Ich freue mich da schon sehr drauf. Der Poki ist so ein Liebe einfach. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das. War so die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Und dass man weiß, dass dieses Dedelic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird. Das ist ein Normal Disaster, streamt auch bei Twitch. Das ist einfach sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Sie kenne ich auch ewig lange schon. Ich habe sie kennengelernt in einem Edna-Cosplay auf der Gamescom. Das ist aber auch schon Jahre her. Oh Gott, ich habe Angst davor. Der Herr der Ringe Gollum sollte das erste große AAA-Spiel des Hamburger Studios Dedelic Entertainment werden. Mit weltbekannter Lizenz im Rücken sorgte die Ankündigung früh für Schlagzeilen und Cover Story reihte sich an Cover Story. Doch was sich bei Veröffentlichung für ein Spiel zeigte, war enttäuschend. Technisch nicht auf der Höhe des ambitioniert gesteckten Ziels, wirkte Gollum spielerisch ziellos und ungelenk, inszenatorisch bieder und teilweise schlichtweg unfertig. Die Resonanz niederschmetternd. Because that was so bad. Das ist schon sehr offensive. Ich habe hierfür wirklich 50 Euro bezahlt. Ach, hier darum. Gucke. Gameplay. Wow, oh, das war so gut. Sucks. Ich werde das Dedelic vermissen, was es halt vor 10 Jahren war. Bei all der lautstarken Kritik darf man einen wichtigen Punkt aber nicht vergessen. Niemand, egal ob Mitarbeitende oder Führungsetage, macht absichtlich ein schlechtes Spiel. Deshalb haben wir im Fall von Gollum recherchiert. Wir wollten herausfinden, wann und warum das Vorhaben von Dedelic scheiterte und wie es dem Team dabei erging. Dabei haben wir mit 32 Personen entweder direkt reden oder uns zumindest schriftlich austauschen können. Ich möchte ganz kurz sagen, ich habe wirklich, wirklich Angst vor dem, was ich in der Reportage höre. Kennt ihr das von How I Met Your Mother, die Folge, wo die sich irgendwas sagen und dann zerspringt so ein Geräusch, wie so ein zerspringender Spiegel? So. Ich habe Angst davor, dass ich jetzt Sachen höre, die einfach mein Bild und meine, ja, dass das alles ein bisschen gleich zersplittert.
Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich weiß halt einige Sachen auch über Dedelic. Ich weiß halt die Mitarbeiterkultur, die da herrschte, dieses Come and Go. Viele Leute in der Gaming-Branche haben halt angefangen, indem sie bei Dedelic halt, ich sag mal, verbrannt wurden als Praktikanten und so weiter und sind darüber zumindest in die Gaming-Branche gekommen. Das weiß ich. Aber ich habe auch Angst davor, dass das Rabbit Hole sehr viel tiefer geht, als ich auch weiß oder als ich befürchte. Einerseits haben wir so viel über den Entstehungsprozess des Spiels gelernt, andererseits aber auch einiges über die Arbeitsbedingungen im Unternehmen in Erfahrung bringen können. Schnell wurde klar, um die Geschichte hinter der Herr der Ringe Gollum vollumfänglich verstehen zu können, müssen wir vorne anfangen. Und eine Sache noch, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich meine, es spielt im Grunde keine Rolle mehr. Ich weiß, Poki ist seit 2020 raus, ja, ich habe das nicht mehr mitbekommen zu der Zeit. Und ich weiß aber, woran er zuletzt gearbeitet hat. Und das war ein Spiel, das wahrscheinlich nicht mehr erscheinen wird. Ich hoffe immer noch, dass es noch irgendwann erscheinen wird. Wenn vielleicht auch nicht unter Dedelic, ne, weil da gibt es ja keine Spielentwicklung. Aber das war der dritte Teil einer Serie, die sehr, sehr beliebt ist. Und der erste Teil dieser Serie beginnt quasi in einem Irrenhaus. Und da sollte ein dritter Teil kommen. Ich sage natürlich nicht welche, ja, falls ich das nicht sagen darf. Ich habe keine Ahnung, es könnte jede sein. Vielleicht Half-Life, man weiß es nicht. Aber ja, da sollte ein dritter Teil kommen. Und daran wurde auch schon gearbeitet, aber ja, war wohl auch schon relativ fortgeschritten. Vorne heißt in diesem Fall bei Jan Baumann, ehemals Müller Michaelis, Fans aber viel eher unter seinem Pseudonym Poki bekannt. Hallo! 2005 arbeitete er an seiner Diplomarbeit, an dessen Ende ein Point-and-Click-Adventure entstehen sollte. Ich hatte tatsächlich nach dem Startschuss bis zur Abgabe 3 Monate Zeit. Ich habe diesen 3 Monaten... Okay, warte, ich muss kurz zurückspulen. Er entpuppt sich als gemeingefährlicher Psychopath, lyncht den Pastor am Glockenstrang und beschuldigt Edna, die Verantwortung dafür zu tragen. Immerhin war sie es doch, die ihn aus der Anstalt befreit hat. Damit nicht noch ein Unglück passiert, schließt er sich zusammen mit Edna in der Kirche ein. Boah, von dem Skript hätte ich so gerne eine Kopie, ne? Für die Sammlung, eine Farbkopie, also, das wäre cool. Showdown. In diesem Flashback ist Edna in ihrem Zimmer eingesperrt. Das Tagebuch ist schnell gefunden. Edna erkennt, dass Harvey sie genau an den Tag gebracht hat, an dem ihr Vater den Mord begangen haben soll. Voll geil, das zu sehen. Aber auch jetzt gerade im Zusammenhang leider voll traurig. Aber trotzdem voll geil, das zu sehen. Voll schön. Dem Startschuss ist zur Abgabe 3 Monate Zeit. Ich habe in diesen 3 Monaten sehr wenig geschlafen. Und als ich aus diesem Wahnsinn rauskam, hatte ich tatsächlich ein durchspielbares Spiel in den Händen. Und das war das Spiel Edna bricht aus. Bei seiner mündlichen Prüfung traf er dann auf Carsten Fichtelmann, damals PR- und Marketing-Director eines anderen, mittlerweile aufgelösten deutschen Spieleunternehmens. Fichtelmann sah im Diplomprojekt viel Potenzial, weshalb es wenig später zur gemeinsamen Gründung von Dedelic Entertainment kam. Als erstes Unternehmen überhaupt sicherte man sich die Prototypenförderung der Stadt Hamburg und entwickelte erste Spiele. Früh zeigte sich dabei ein Muster, das später noch wichtig werden wird. Es war halt wirklich, glaube ich, der Abend, bevor wir unser erstes Treffen mit dem städtischen Förderbeauftragten hatten, dass Carsten noch so auf die Liste guckt und sagt, wir sollten noch irgendwas Viertes auf die Liste schreiben. Wie wäre es denn was zum Thema Klimakatastrophe? Nein, Carsten, Klimakatastrophe, das ist kein Thema für ein Spiel, das können wir nicht machen. Ich kann daraus keine Geschichte schreiben, weil es gibt ja keine 2 Positionen. Ich bin nach Hause gegangen in der festen Auffassung, ich denke nicht mehr drüber nach. Aber irgendwann saß ich halt aufrecht im Bett und kicherte, weil mir halt die Idee eingefallen ist, wie ich daraus halt mal eine Story machen kann, aus der ich dann ein Spiel machen kann. Ganz wie beim Pitch zu A New Beginning wurden auch andere Projekte Story First entwickelt. Die spielerische Komponente kam immer erst an zweiter Stelle. Für Point-and-Click-Adventures ein nicht unüblicher Ansatz. Und er schien zu Beginn voll aufzugehen, wie Dedelics erste Veröffentlichung zeigte, eine überarbeitete Version des Diplomprojekts Edna bricht aus. Plötzlich haben wir halt die allerseltsamsten Traumwertungen. 92%, 91%, 96%, irgendjemand schrieb 100%. Ist egal, ist perfektes Spiel. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Es gab halt keine Indie-Spiele in dem Sinne. Es musste alles, was halt irgendwie entwickelt wurde, musste high-polished, state-of-the-art, 3D-Fähigkeiten halt ausreizen bis zum geht nicht mehr. Und alle großen Entwickler von halt Point-and-Click-Adventures hatten halt schon gesagt, okay, das ist ein Geschäft, das können wir halt einfach nicht machen. Neben Edna bricht aus, feierte das Studio in den nächsten 3 Jahren weitere Erfolge mit dem tragisch-komischen Märchen
Märchen The Whispered World und dem bereits erwähnten Klimawandel-Thriller A New Beginning. Neben Top-Wertungen gab es auch jede Menge Auszeichnungen. Der Delic Entertainment mit The Whispered World. Delic Entertainment, A New Beginning. Der richtig große Durchbruch gelang aber mit dem Edna-Nachfolger Harveys neue Augen, dessen Entstehungsgeschichte ein bekanntes Muster zeigt. Wieder war es Carsten Fichtelmann, der mit einem Wunsch auf Pucki zukam. Fällt dir irgendwie noch eine Möglichkeit, einen zweiten Edna-Teil zu machen? Und wieder, wie bei A New Beginning, ich habe gesagt, nein, Carsten, es gibt keinen zweiten Edna-Teil. Es ist unmöglich. Irgendwann saß ich halt wieder kichernd im Bett. Und ja, wir haben Harveys neue Augen gemacht und das wurde dann von Gronkh Let's Played. Und das war natürlich der Punkt, wo halt auch wir in so eine Art Siegestaumel auch reingeraten sind. Moment, aber ich habe doch schon Edna Let's Played. Hä? Natürlich habe ich Harvey Let's Played, weil ich Edna Let's Played, oder habe ich das andersrum gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Wollte. Ach, ist das schön. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Feiern. Ach, Mensch. The Delic Entertainment entwickelte sich daraufhin zum Synonym für gute Adventure-Spiele und sorgte für eine Renaissance des Genres. Ich habe zuerst Harvey gespielt? Okay, krass. Oh, das ist lange her. Okay, okay. Aber ja, auf jeden Fall war ich hooked. Und ich muss aber auch sagen, es war einfach auch ein brillantes Game. Mit dem Sprecher, mit den Zensurgnomen, mit der Hauptdarstellerin, die nie was sagt, immer nur, was immer interpretiert wurde. Es war einfach so ein geniales Game und ich glaube, in Pokis Kopf gastiert seit Jahren einfach ein großer, bunter Reisezirkus. Und du weißt nie genau, was dabei rauskommt. Der aber auch erschreckend deep ist. Ja, der auch erschreckend deep ist, also erschreckend tiefgründig und irgendwo auch ein bisschen, manchmal ein bisschen zynisch, manchmal ein bisschen sarkastisch und manchmal aber auch ein bisschen bittersüß, möchte ich mal sagen. Ja, also das ist schon ein Potpourri der Gefühle einfach. Ein Ruf, den sie mit ihrer bald schon erfolgreichsten Eigenmarke, Deponia, nur noch weiter festigen sollten. Anfang der 2010er, als sie mit Deponia und so eben ihren Zenit erreicht haben, meiner Meinung nach, waren sie so die Darlings der deutschen Spieleindustrie. Ein Fest der Sinne. War halt so eine Erfolgsgeschichte, die man in den 2000ern vielleicht auch brauchte in der deutschen Games-Branche. Und die schien kein Ende zu nehmen. Und wie so oft bei erfolgreichen Unternehmen gab es schon bald Interessenten, die Firma übernehmen wollten. Ja. 2014 erwarb die Bastei Lübbe AG einen Mehrheitsanteil an The Delic. Die Verlagsgruppe wollte damit nicht nur den Digitalmarkt erschließen, sondern auch ein Spiel zu einem ihrer beliebtesten Bücher entwickeln lassen. Ken Folletts Die Säulen der Erde. Um diese Zeit stellte sich aber auch ein Bruch in The Delics Strategie ein. Man wandte sich vom klassischen Point-and-Click-Adventure ab und experimentierte mit vermeintlich massentauglicheren Ansätzen. Auch an neuen Genres versuchte man sich, beispielsweise mit Strategierollenspiel Blackguards, das sogar schon vor Übernahme erschien. Teilweise mag der Wandel auf den Wunsch nach kreativer Veränderung zurückzuführen sein. Klar ist aber auch, dass der Druck auf das Unternehmen stieg. Vor allem, weil halt Bastei auch eine Aktiengesellschaft ist. Das heißt, die sind natürlich ihren Aktionären dann auch verpflichtet und das heißt, der Druck... Das Thema hatten wir schon so oft im Stream, ne? Wie das ist, wenn Geldgeber bei Spielefirmen einsteigen. Und wie du da ab dem Punkt nicht mehr anfängst, für die Spieler zu arbeiten, sondern eher für deine Geldgeber. Dann ändert sich der Fokus halt komplett. Also nicht von jetzt auf gleich, oder vielleicht von jetzt auf gleich, ich weiß es nicht. Ne? Aber es ist halt leider wirklich immer so. Und du musst immer gucken, dass du ein besseres Ergebnis hast. Aber die Krux dabei ist, das geht halt nicht immer. Das kann nicht funktionieren auf lange Sicht. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht immer nur Wachstum haben. Gesellschaft ist, das heißt, die sind natürlich ihren Aktionären dann auch verpflichtet und das heißt, der Druck von der Geschäftsführung von Bastei steigt auf die Geschäftsführung von The Delic und so kaskadiert das natürlich dann. Da kann man halt noch so viel Erfolg mit seinem Point-and-Click-Adventure haben, mit Öffnung von Steam, zu quasi jeder kann sein Spiel einstellen, der es fertig bekommt, wurde es für Point-and-Click-Adventures halt einfach schwieriger. So idealistisch man halt auch ist, am Ende des Tages. Ich glaube aber auch, es kam dann immer mehr Indie-Entwickler mit Point-and-Click-Adventures. Und dann kam sowas wie Katie Rain, ja, was auch ein super geiles Adventure ist, müssen wir immer noch spielen. Wir haben damals eine Demo gespielt. Und du hast halt irgendwann, hast du sehr, sehr viel Konkurrenz. Aber du hast eine Company wie Dedelic, wo du Adventures machst, die auch technisch immer besser werden mussten, die immer hochwertiger sein mussten, aus
irgendeinem Grund, ich weiß noch nicht genau. Es ist schwierig, glaube ich, dann noch konkurrenzfähig zu bleiben und gleichzeitig die Messlatte höher zu legen und noch die Geldgeber zufriedenzustellen. Ich glaube, da hast du irgendwann eine sehr ungesunde Mischung. Kann man immer nur so viele Spiele machen, wie man noch Geld in den Taschen hat? Symbolisch für diesen Umschwung steht das Spiel Silence. Silence war so gut. Ich finde Silence völlig unterschätzt. Silence war mega, mega gut. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, das wäre eigentlich eine neue Ära von Point-and-Click-Adventures. Also ich finde wirklich, dass Delic mit Silence ein Meilenstein gesetzt hat, der aber nie wirklich irgendwo von irgendwem gesehen wurde, gefühlt. Nicht mal von der Story her, sondern einfach nur von der Umsetzung her als Spiel, als Adventure. Fand ich das einfach völlig frischen Wind, aber leider ist der einfach vorübergegangen, der Wind. Der Nachfolger zu The Whispered World sollte mehr Erlebnis als Rätselspiel werden und ähnlich wie Telltale's The Walking Dead auch Interesse außerhalb der Point-and-Click-Klientel wecken. Helfen sollte dabei der aus 3D und handgezeichneten Elementen bestehende moderne Look. Doch aufgrund der fehlenden Erfahrung in diesem Bereich entpuppte sich die Entwicklung als enorm langwieriger Prozess. Silence erschien nicht, wie ursprünglich angedacht, Ende 2014, sondern mit ganzen 2 Jahren Verzögerung. Ja, eine Bombe, die nie gezündet hat. In der Zwischenzeit Silence dann halt irgendwie nach ewiger Zeit fertig. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das Team sich echt ganz schön dafür halt aufgerieben hatte. War ein wunderschönes Spiel, hat aber sehr viel Energie eben gefressen, dass man gemerkt hat, okay, 3D-Spiele sind halt nochmal ein anderes Level als ein 2D-Spiel, wo man erfahrene 2D-Artists hat, die eine Animation relativ schnell hinbekommen, weil sie das einfach schon öfter gemacht haben. Dadurch war da halt ganz schön große Spannung so, die sich dann halt auch dadurch geäußert hat, glaube ich, dass dann halt einige aus dem Team nach Silence gesagt haben, so jetzt brauche ich jetzt auch erstmal Pause. Trotz aller Mühen und eines wirklich schönen Spiels floppte Silence. Ein herber Schlag für das Team, das anschließend durch eine große Entlassungswelle zerschlagen wurde. Und die Probleme dieses Projekts sollten bitter. Künftig symptomatisch für das Unternehmen und auch später der Herr der Ringe Gollum werden. Und eigentlich hätte man wirklich so, wenn man so ein Gollum-Game gemacht hätte, ich glaube, dann wäre die ganze Geschichte komplett anders gelaufen. Weil man hier eventuell, ich weiß nicht genau, ob die Mitarbeiter noch da waren, ich habe keine Ahnung, aber die Erfahrung hatte man schon, aber wahrscheinlich, weil Silence so gefloppt hat, wollte man das Risiko nicht mehr eingehen. Aber ich glaube, so ein Gollum mit diesen, ne, das ist ja optisch epochal hier schon und so. Also Silence ist wirklich ein sehr, sehr schönes Game. Es hat nur leider nie gezündet. Ich weiß nicht mal warum. Vielleicht war es seiner Zeit voraus. Ich weiß es aber nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht war es einfach auch zu aufwendig für die Verkaufszahlen. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es aber nicht. Ja. Aller Mühen und eines wirklich schönen Spiels floppte Silence. Ein herber Schlag für das Team, das anschließend durch eine große Entlassungswelle zerschlagen wurde. Und die Probleme dieses Projekts sollten künftig symptomatisch für das Unternehmen und auch später der Herr der Ringe Gollum werden. Ambitionierte Projekte, die in der Entwicklung unerwartet schwerfällig ausfielen, mangelnde Erfahrung, verschobene Releases und darauffolgende enttäuschende Verkaufszahlen. Das episodisch angelegte Die Säulen der Erde floppte ebenfalls. Auch State of Mind, das erste mit Unreal Engine entwickelte Adventure, sei in einem zehrend langen Prozess entstanden, dessen Kosten bei Release nicht eingespielt werden konnten. The Delic geriet in eine Krise und musste sich dringend neu erfinden. Doch die wahren Probleme des Unternehmens waren nicht die offensichtlichen. Anderthalb Ritter war es halt wirklich so ein ganzes Spiel. Ich glaube, wir hatten nur 3 Monate. Und wir haben es irgendwie hinbekommen, keine Ahnung. Und irgendwann kamen die Leute halt morgens ins Büro und ich saß da halt. Sitzt du seit gestern da? Und ich so, sitz ich? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Aber das war halt ich so. Ne? Ich habe damals halt nicht dolle drüber nachgedacht. Das war halt mein Leben. Ich habe es halt sehr gerne gemacht. Und ich war halt im Endeffekt war ich halt ein scheiß Vorbild so für die Mitarbeiter. Ne? Ganz kurz dazu. Ja, jetzt kann man natürlich darüber reden, über Crunch-Time, Pipapo. Ne? Aber in dem Fall ist es, glaube ich, in der Situation von Poki, es ist einfach so Herzblutprojekte, da ballerst du aber auch durch. Und es ist dir einfach egal, weil es macht dir einfach Spaß. Auch wenn du bis zur kompletten Erschöpfung arbeitest und so weiter. Genau, es ist ein Passion-Project, genau. Ich habe so viele Nächte im Büro geschlafen, einfach. Das war aber damals bei MDO Entertainment, war das. Wir haben so Games nach Deutschland lizenziert, so MMOs.
Und damit die Sachen laufen, mussten viele Sachen geplant, gemacht werden, programmiert werden. Ich war der Einzige, der es gemacht hat. Und deswegen habe ich dann teilweise auf dem Handtuch im Büro geschlafen. Rückwirkend betrachtet war ich ein Idiot. Ja, also eigentlich dumm. Junge, warum machst du das? Aber es war einfach eine geile Zeit. Es war eine geile Zeit. Man hat zusammen diese Dinge auf die Beine gestellt. Es war einfach, es war krass. Es war, die Erfahrung war auch wichtig, glaube ich, für mich. Ja, aber das ist so, das ist einfach so, kann man nicht von außen beurteilen, glaube ich, muss man selber erlebt haben. Eines von Dedelics Problemen fängt genau hier an. Um das kurz klarzustellen, in keinem unserer Gespräche wurde Poki als treibender Faktor von Crunch und Überstunden erwähnt. Aber er war sicherlich auch Teil eines Arbeitsklimas, in dem mehr gegeben, aber auch verlangt wurde, als vertraglich festgelegt. Und das zumeist unvergütet. Das betrifft nicht, ne, was ich gerade gesagt habe, betrifft nicht andere Mitarbeiter von Dedelic. Ich habe jetzt nur von Poki geredet, ich weiß nicht, wie es mit anderen Mitarbeitern war. Haribo Tuten statt Urlaubstage, Deutschlandwicke über Crunch. Gut, dann warte, wir gehen nochmal rein. GameStar berichtete darüber schon Ende 2020, leider aber recht unauffällig hinter der Plus-Paywall. Mit uns sprachen ehemalige Angestellte zum ersten Mal offen darüber. Ich weiß auch, dass manche Leute sehr viele Probleme damit hatten, weil natürlich auch dann solche Leute sehr schnell zu viel gearbeitet haben. Und dass dieser Job einfach sie nur noch konsumiert hat. Ich war schon komplett durch. Ich bin auf die E3 geflogen nach Los Angeles. Schon die 2 Wochen davor. Ständig Überstunden gerissen. 60-Stunden-Wochen. E3 selber, 16-Stunden-Tage. Ich weiß noch, wie ich in Heathrow komplett gejetlaggt weitergearbeitet habe. Und am nächsten Tag ging es direkt weiter. Ich hatte schon Pre-Burnout-Symptome, wenn ich nicht sogar schon einen Stillen gehabt hatte. Dedelic war sehr herausfordernd. In dem Sinne, weil ich super viel schon Verantwortung sehr früh getragen habe. Das kann ich halt nicht sagen, ob das jetzt zu viel, zu wenig und sonst was, weil ich natürlich auch sehr jung war. Ich war super ambitioniert und ich wollte unbedingt diese Karriereleiter haben. Und natürlich habe ich dann mehr gegeben. Unseren Recherchen zufolge wurde viel auf junge Mitarbeitende, Praktikantinnen, Praktikanten und Berufseinsteigende gesetzt. Den Aussagen nach nicht nur, weil sie günstigere Arbeitskräfte darstellen, sondern auch, weil sie das vorherrschende Klima antreiben, den Grad an Belastung nicht als kritisch oder ungewöhnlich einschätzen können und als dankbare Branchenneulinge bereitwillig mehr leisten. Laut Dedelic Entertainment, die sich im Laufe unserer Nachforschungen schriftlich zu unseren Fragen geäußert haben, würde es aktuell keine Praktikanten und nur wenige Berufseinsteiger im Unternehmen geben. Dies sei auch schon in den letzten 5 bis 10 Jahren so gewesen. Gerade Letzteres stellten unsere Quellen aber anders dar. Im Statement heißt es weiter, dass in den ersten Jahren stärker auf Berufseinsteiger gesetzt wurde, da man bis zum 2. Unternehmensverkauf an Nacon immer ein unabhängiges Unternehmen ohne Investoren war. Auch wenn sich in vielen Gesprächen, selbst den sehr kritischen, diesbezüglich ein Zwiespalt zeigte und immer auch Dankbarkeit für den ermöglichten Karrierestart herauszuhören war, konnte das den Frust über die geringe finanzielle Wertschätzung letztlich nicht verhindern. Das war auch mit zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch dann gesagt habe, ich muss weiter. Ich kann nicht mehr da bleiben, weil ich kann mir nicht hoffen, dass ich das Geld bekomme, was ich als studierte Person eigentlich bekommen sollte, die 3 Jobs gleichzeitig macht. Wenn du halt AAA-Level-Spiele machen möchtest und irgendwie da mitspielen möchtest in diesem Bereich, da muss halt auch geldtechnisch dann AAA-Gehälter eigentlich angepasst werden. Exemplarisch für den Umgang mit Mitarbeitenden steht eine Geschichte, die uns häufig erzählt und zynisch als Praktikantenaufstand bezeichnet wurde. Der Hintergrund. Der 2014 eingeführte Gesetzesentwurf zum Mindestlohn, demzufolge bis auf wenige Ausnahmen auch Praktika mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro vergütet werden mussten. Doch Dedelic sei dazu nicht bereit gewesen. Und alle haben darauf gewartet, dass Geschäftsführung, Personalabteilung, irgendjemand mal ein Statement dazu abbringt, was denn jetzt eigentlich passiert. Die Entwicklung hat darauf gewartet, weil wir müssen ja auch wissen, was ist denn jetzt? Haben wir in 6 Monaten noch unsere 10 Praktikanten hier im Projekt oder haben wir die nicht mehr? Kurz danach wurde ich dann in die Personalabteilung eingeladen, um meinen Vertrag zu verlängern. Alles klar, nehme ich mit, lese mir zu Hause durch und habe gedacht, ja Moment mal, das ist aber weniger, als ich nach Mindestlohn bekommen müsste. Und mit der Info bin ich dann am nächsten Tag wieder in die Personalabteilung und dann wurde mir halt einfach so gesagt, ja mehr zahlen wir aber nicht. Laut Weiser wurde eine Bitte nach einem klärenden Gespräch erbost ausgeschlagen. Auch ein Meeting mit der Personalabteilung wurde abgelehnt. Konsequenzen gab es aber trotzdem. Und ich sollte doch bitte einen Auflösungsvertrag unterschreiben.
Ja, Ende vom Lied war, ich habe es nicht unterschrieben. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren und meine Tasche mitnehmen. Von meinem allerbesten Lieblingskollegen konnte ich mich nur verabschieden, weil der mir noch hinterhergelaufen ist. Florians Zeit bei Dedelic fand so ein unschönes Ende. Alter. Doch für seine Praktikumskolleginnen und Kollegen ging es noch weiter. Die seien irgendwann von einem Schreiben auf ihrem Tisch begrüßt worden, das uns vorliegt. Ein Zusatz zum Praktikumsverhältnis, das sie unterschreiben und damit bestätigen sollten, dass es sich bei ihrer Anstellung um ein freiwilliges Praktikum im Rahmen der beruflichen Orientierung handelt. Damit wären sie eine der Ausnahmen gewesen, die keinen Anspruch auf den Mindestlohn gehabt hätten. Das Problem ist nur, damit hätten sie gelogen. Was mir persönlich sagt, die wussten genau, was sie da für eine Schweinerei machen und es im Nachhinein legitimieren wollten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das unterschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dann auch fristlose Kündigungen ausgesprochen wurden, die auch nachher angefochten wurden und wo sich dann, soweit ich weiß, nachher geeinigt wurde. Auch zu diesem Fall hatte Dedelic uns gegenüber eine Stellungnahme abgegeben. Man sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, die Kündigung auszusprechen. An das erwähnte Schreiben könne man sich aber nach all den Jahren nicht mehr erinnern. Das bis hierhin beschriebene sind alarmierende Umstände, die laut vieler Aussagen Grund für enorme Fluktuationen im Unternehmen waren. Doch wie es scheint, gibt es da ein noch schwerwiegenderes Problem bei Dedelic. Alle Personen, mit denen wir anonymisiert gesprochen haben, erwähnten den harten und unnachgiebigen Führungsstil von CEO Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms, der für viel Druck und Stress gesorgt haben soll. Nur wenige Personen haben sich damit einverstanden erklärt, vor laufender Kamera mit uns darüber zu sprechen. Am Anfang war es halt noch wirklich familiärer, die Leute haben mehr zusammengehalten und mit den größeren Titeln kam halt auch mehr Druck und das hast du dann halt auch innerhalb der Firma gemerkt. Es war, nachdem Stefan Harms in die Firma reingekommen war und der hatte eingeführt, dass an Release-Tagen gewisse Abteilungen bis 10 oder 11 Uhr abends in der Firma sein sollten. Aber dann wurden plötzlich Sprachversions-Updates als Releases bezeichnet und dann hattest du so das dritte Mal bis 11 Uhr da sitzen in 2 Wochen. Zudem diese späten Stunden, die auch damals nicht vergolten wurden, diese Überstunden, das wurde einfach erwartet. Da wurde auch rangegangen mit einem so, hier muss was geleistet werden von euch. Das ist ein Privileg, hier in der Spielebranche zu arbeiten. Die Projekte brauchen diesen Bluteinsatz von euch. Es ist ein Privileg, in der Spielebranche zu arbeiten, wenn man unbezahlte Überstunden, die du auch nicht abfeiern kannst oder darfst. Heilige Scheiße. Ich bin innerlich gerade sauer. Ich bin. Es hat schon geklirrt, ja. Ich fasse nicht, was ich höre. Ja, ich wusste das mit der Praktikantenkultur, das wusste ich schon. Ja, wie gesagt, dass viele Praktikanten und so. Aber. Und es erinnert mich leider an Sachen, die mir damals immer gesagt wurden. Es ist ja ein Invest in deine Zukunft. So wurde mir das damals immer verkauft, wenn ich für, wie viel war das? Ich glaube, 800 Euro im Monat. Ja, habe ich damals gearbeitet, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Später 1200 Euro brutto im Monat als Selbstständiger. Ich musste also alles andere auch noch selber bezahlen. Und dann hieß es immer, ist ja ein Invest in meine Zukunft. Es ist einfach Ausbeutung. Es ist einfach komplette Ausbeutung. Du lässt einfach Leute bluten für deinen Scheiß. Zu dieser Aussage passend liegt uns eine interne Mail von 2016 vor. In der von COO Stefan Harms verfassten Nachricht heißt es unter anderem, wir werden Überstunden künftig weder ausbezahlen noch abbauen lassen. Alter. Stundenkonten werden nicht geführt. Mehrarbeit ist ein völlig normaler und gängiger Parameter in unserer Industrie. Bei der Produktion von Software und... Mehrarbeit mal, okay, kann passieren, wie gesagt, Crunch, aber dann bezahl es. Die Leute arbeiten, die Leute verbringen ihre Stunden, ihre Lebenszeit in deinem Betrieb, um ein Produkt für deine Company herzustellen, bezahl es, ja? Mehrarbeit, Crunch, okay, können wir darüber diskutieren, aber ganz ehrlich, in jedem produktiven Betrieb, egal ob das Software ist oder sonst was, wenn was rauskommt, sehr wahrscheinlich Crunch, passiert. Aber bezahl die Menschen, die da arbeiten, die für dich da arbeiten, bezahl die Menschen oder lass sie eben abbauen. Also ihre Überstunden. Es könnte mich die Vermutung beschleichen, von COO. Dass COO Stefan Harms ein Widerling sein könnte. Ja, es vielleicht könnte mich die Vermutung beschleichen. Oh, Stefan Harms verfassten Nachricht heißt es unter anderem, wir werden Überstunden künftig weder ausbezahlen noch abbauen lassen. Stundenkonten werden nicht geführt. Mehrarbeit ist ein völlig normaler und gängiger Parameter in unserer Industrie.
Bei der Produktion von Software und insbesondere von Spielen sind Crunch-Zeiten der Regelfall. Die Spielregeln bezüglich Arbeitszeiten werden offen kommuniziert. Jeder, der damit nicht einverstanden ist oder damit nicht leben kann und will, darf das Recht auf freie Arbeitgeberwahl nutzen. Dass Überstunden bei Dedelic nicht ausgeglichen werden konnten, stritt das Unternehmen auf Nachfrage ab. Man habe sich stets an die vertraglichen Vereinbarungen gehalten. In dem uns vorliegenden internen Schreiben wird zwar auch Ausgleich bei Crunch auf Einzelfallbasis erwähnt, bei unseren Gesprächen hieß es aber, dass dieser... Warte. Dedelic ist auch so bereit, Teams und oder einzelnen Kollegen nach Crunch-Zeiten fair gegenüberzutreten. Ede beispielsweise hatte nach dem Endspurt bei Doomsday 4 Wochen lang am Freitag frei. Denkbar ist auch, eine halbe Urlaubswoche aufzurunden. Das entscheiden wir auf Einzelfallbasis. Wir versprechen, und so kennt ihr uns aus der Vergangenheit, fair und unkompliziert zu reagieren. Bin ehrlich, das klingt anders als das oben. Wir werden Überstunden künftig weder ausbezahlen noch abbauen lassen. Steht da oben. Das klingt nicht fair und ehrlich. Das widerspricht dem unten. Auch Ausgleich bei Crunch auf Einzelfallbasis erwähnt. Bei unseren Gesprächen hieß es aber, dass dieser Ausgleich selten im Verhältnis zu den tatsächlich geleisteten Stunden stand. Crunch mag ein gängiges Problem in der Branche sein, sollte aber eben nicht zur Normalität werden. Ja. Dazu haben wir in Folge 187 auch schon mal ausführlich berichtet. Soweit wir aber erfahren haben, hat sich an dieser Überstundenregelung bei Dedelic nie eklatant etwas verändert. In den letzten Jahren sei Crunch in der internen Kommunikation aber zumindest seltener eingefordert worden. So oder so zeigt die zitierte Mail fehlende Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden. Schlimmer noch, vor allem von CEO Carsten Fichtelmann wurde uns darüber hinaus ein noch finstereres Bild gezeichnet. Ich spule gleich nochmal zurück. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich feiere es immer in dieser Szene, wie der Kollege hier mit dem Media Player immer Videos anguckt von Dedelic Games und spult dann immer so hin und zurück und tut sehr interessiert. Einfach nur, damit es für die Szene stimmt. Entschuldigung, es fällt mir die ganze Zeit auf, ich muss da die ganze Zeit hingucken und was der da macht. Und dann siehst du hier immer diesen kleinen Pegel, der immer vom Video hin und her springt und so. Ich can't unsee einfach. Das ist schön. Die zitierte Mail fehlende Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden. Schlimmer noch, vor allem von CEO Carsten Fichtelmann wurde uns darüber hinaus ein noch finstereres Bild gezeichnet. Er hätte Mitarbeitende oft angebrüllt, seine Macht ihnen gegenüber ausgespielt und nicht selten für Tränen gesorgt. Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, zeigt sich Dedelic überrascht. Im Unternehmen herrsche ein freundschaftliches Betriebsklima. Die Geschäftsleitung habe sogar viel Lob dafür erfahren, immer ein offenes Ohr für das Team zu haben. Auf angebliche Vorwürfe anonymer ehemaliger Mitarbeiter zu antworten, fiele jetzt schwer. Aber zur Verdeutlichung. Mit nur einer Ausnahme hat im Gespräch jede anonyme Quelle diese Kritik geäußert. Einige wenige sogar vor laufender Kamera. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Also, wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Da muss man auch einfach ehrlich sein. Und ich hoffe, das ist er auch zu sich selbst, dass er halt einfach manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Also es gab auch Momente, wo ich zu ihm gesagt habe, so kannst du nicht mit deinen Mitarbeitern reden. Es war immer so das Gefühl, du kannst nicht offen über deine Probleme und so weiter sprechen, weil das wird nachher gegen irgendjemanden verwendet. Ich glaube, er hat sich halt auch manchmal einfach als Geschäftsführung alleine und missverstanden gefühlt, weil er wollte ja wirklich, dass es läuft. Und er hatte auch seine super Momente. Aber ich glaube, es ist halt einfach schwierig, wenn jemand so unter Druck steht und irgendwie sieht, dass es nicht so läuft, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Jeder verarbeitet das anders. Das ist aber natürlich auch keine Rechtfertigung dafür, lauter zu werden. Natürlich liegen einige der genannten Sachverhalte schon länger zurück. Trotzdem haben wir den Eindruck gewonnen, dass wir darüber berichten müssen. Zum einen, weil es in diesem Umfang eben noch nie getan wurde. Zum anderen, weil wir nachvollziehen wollen, wie es zum desaströsen Launch von der Herr der Ringe Gollum kommen konnte. Teile der Antwort darauf scheinen die Arbeitsbedingungen zu sein, die bei Dedelic vorherrschen. Noch vor Gollum wurde in diesem angespannten Klima weiter nach neuen großen Erfolgen gesucht. Und zumindest in zwei Bereichen klappte das auch. Mit dem Vertrieb von Spielen anderer Firmen, womit Dedelic schon in frühen Jahren anfing, sicherte man sich finanziell ab. Vor allen Dingen ab 2016 stellten sich im Publishing große Erfolge ein. Sowas wie Shadow Tactics beispielsweise war ein Riesenerfolg und Barotrauma beispielsweise auch, vor allem international gesehen. Vom Publishing her war das echt eine Goldgrube, wenn man so will. Abgesehen von diesem finanziellen Erfolg stellte sich auch noch ein weiterer ein.
Nachdem es zu Unstimmigkeiten mit Eigentümer Bastei Lübbe kam, erwarben Gründer Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms die Mehrheitsanteile für 410.000 Euro zurück. 2021, also mitten im Entwicklungsprozess von der Herr der Ringe Gott. Das ist viel weniger als beim Kauf. Boah, ich bin gerade deprimiert. Entschuldigung, ich bin gerade einfach so. Ich kenne den Carsten halt. Ich kenne den Carsten Fichtelmann. Wir haben uns auch gut verstanden. Ich weiß nicht genau, wie es dann in der Firma vor sich, ging, aber offenbar sind ein paar Sachen auf jeden Fall gegen die Wand gefahren. Und ich kann auch verstehen, wenn man ein emotionaler Mensch bin, ich bin das auch manchmal, ja, ich werde auch manchmal, ihr kennt das aus den Streams, ja, wenn ich irgendwas lese, was mich halt triggert, dann bin ich auch zu einer Zeit, gerade 2018 rum, bin ich schnell auch mal laut geworden und aus der Haut gefahren, bla bla bla. Ich weiß halt nicht, ob das dann cholerisch ist ob man gerade einfach ein dünnes Fell hat. Weißt du, was ich meine? Das ist so, deswegen weiß ich das gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll einfach. Auch deinen Mitarbeitern gegenüber, nein, um Gottes Willen. Nein. Aber halt zum Beispiel auch im Stream. Aber nicht allen gegenüber, sondern immer einer Person oder so. Dann habe ich angefangen, Leute vorzuführen, so, weißt du, wenn Leute was Scheiße geschrieben haben oder getrollt haben, dann habe ich die halt vorgeführt, bla bla bla. Das war dann auch nicht recht und heute versuche ich damit ein bisschen ruhiger umzugehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht genug darüber. Genau, man kann sie mit seinem Chef fetzen, genau, das kann man halt auch machen und auch ein Carsten Fichtelmann darf man einen schlechten Tag haben, aber ich weiß natürlich nicht genau, ob das jetzt der Regelfall ist oder mal vorgekommen ist. Ja, das weiß ich halt einfach nicht, ich kann es nicht sagen. Deswegen ist es für mich gerade so ein bisschen so, ja. Ich kann ja versichern, dass du selbst in der angespanntesten Zeit nie cholerisch warst. Ja, aber ich bin bei manchen Sachen schnell aus der Haut gefahren. Das kam halt nicht regelmäßig vor, aber öfter kam das vor. Ja, rückblickend weiß ich das. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen selbst reflektiert. Ich hoffe, das ist heute auch inzwischen besser geworden, ja. Manchmal passiert es immer noch, aber ich flippe dann nicht mehr aus, sondern ich gehe einfach ganz kurz, mach den hier und dann, ich guck mal kurz. Und dann gebe ich Timeout. Ja, na gut, aber das ist, ja. Ich meine nur, ich versuche das irgendwie, ich will es nicht relativieren, ich will nur sagen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Praktisch in jedem Stream gefühlt, ja, nein, so ist es ja nicht. Das ist ab und zu mal vorgekommen. Ja, und wenn du 12 Stunden Stream hast und dann ist es halt, dann hast du das halt mal 3 Minuten von 12 Stunden. Ja, muss man auch im Verhältnis sehen. Ja, Kaufpreis von 410.000 Euro. Ich weiß nicht genau, was der Kaufpreis damals war von Bastei. Das kann ich gar nicht sagen, wie viel die auf den Tisch gelegt haben damals. Es waren auf jeden Fall, ich glaube, mehrere Millionen. Und davon sind 410.000 dann übrig geblieben. Na gut. Wir machen mal weiter. Euro zurück. 2021, also mitten im Entwicklungsprozess von der Herr der Ringe Gollum, wurde Daedalic für 53 Millionen Euro an den französischen Publisher Nakon verkauft. Für 410.000 gekauft, für 53 Millionen Euro weiterverkauft. Guter Deal. Das. Wow. Ich weiß natürlich nicht genau, was alles im Vertrag steht, aber... Zwar gab es nicht die komplette Summe, sondern erst einmal nur 32 Millionen Euro als Direktzahlung. Trotzdem ist das, verglichen mit 410.000 Euro, ein satter Gewinn für das Hamburger Unternehmen. Ja. Wenn man vom Tiefpunkt nach dem Release von Silence absieht, lief es in wirtschaftlicher Hinsicht also gut für Daedalic. Nur leider nicht bei den eigenen Produktionen, die ja lange Zeit eigentlich das Kerngeschäft des Unternehmens waren. Doch auch in diesem Bereich versuchte man es weiter. Der nächste vielversprechende Titel... A Year of Rain. Als Passion Project eines Entwicklers gestartet, sah die Geschäftsführung in dem Echtzeitstrategiespiel die Chance auf ein eigenes Service-Game. Ein Spiel, das lange durch Updates und Erweiterungen fortgeführt werden und beständig für Einnahmen sorgen sollte. Viele Mitarbeitende hätten sich motiviert in die Entwicklung gestürzt. Die Hoffnung seien mindestens... Warte mal, ich muss ganz kurz zurückspulen. ...sollte. Ich guck Viele mal. Mitarbeitende hätten sich motiviert in die Entwicklung gestürzt. Die Hoffnungen seien mindestens genauso groß gewesen wie die Ambition, obwohl Daedalic bis hierhin noch keine Erfahrung im RTS-Genre gesammelt hat. Okay, es tut mir leid, aber ist das sieht halt voll aus wie Warcraft, ne? Also wie die alten Warcraft-Teile.
Oder täusche ich mich gerade? Das erklärt, warum die Entwicklung problematisch. Was nichts heißt, ja, es kann mal wieder Zeit werden für neues Warcraft, aber es sieht halt so aus wie die alten Warcraft-Teile. Also sehr, sehr, sehr wie die alten Warcraft-Teile. Dramatisch verlief und das Spiel bei Release gemischt aufgenommen wurde. Doch das Team war fest entschlossen, die Fehler bis zur vollständigen Veröffentlichung zu beheben. Oder zumindest gingen sie davon aus. Genauso. Also auch vom Stil her, vom Grafikstil, die GUI sieht sehr aus wie die alten Warcraft-Teile. Also generell sehr Warcraftig, was nichts Schlechtes sein muss, ja. Und wahrscheinlich ist es auch sehr stark daran orientiert. Und vielleicht wird es mal wieder ein bisschen Zeit dafür. Aber wenn du das schon machst, dann brauchst du auf jeden Fall auch genug eigene Lore oder IP dahinter. Also genug eigenen Content dahinter. Ja. So wie die Community, an die dieser Wille zur Besserung auch kommuniziert wurde. Die Vorgesetzten änderten aber ihre Pläne. Weil die Userzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und es den Anschein hatte, dass sich A Year of Rain nicht refinanzieren würde, stoppte man die Weiterentwicklung nur 3 Monate nach Launch. Ja. Tragische Geschichte, A Year of Rain. Also mir tut es wirklich sehr, sehr leid um den Titel, weil ich fand, der hatte schon Potenzial. Ich habe ein Interview mit dem Lead-Designer gesehen, kurz vor Launch. Der sagte, es waren 25 bis 30 Leute, die dran gearbeitet haben, was jetzt kein riesiges Team ist, aber schon ein beachtlicher Anteil von Redelic. Also muss da eine gewisse Überzeugung hinter gewesen sein. Und wo diese Überzeugung in dieses Produkt hin ist, da fragt man sich schon, was das strategische Denken dahinter war. Das unfertige Early-Access-Spiel wurde wenig später, ohne diesen Stempel, etwas vergünstigt auf Steam verkauft. Die Fans abgespeist und der Aufschrei der Community ausgesessen. Ein erster öffentlicher Schlag für den bis dahin guten Ruf von Dedenic. Es sollte, wie wir alle wissen, nicht der letzte bleiben. In unseren Gesprächen stellten viele Mitarbeitende die Veröffentlichung von A Year of Rain. Ich würde gern wissen, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Ist das eine Geldgeberentscheidung? Weil, wie gesagt, man macht es dann nicht für die Spieler. Ja, wie gesagt, wenn Geldgeber da sind, arbeitest du nicht mehr für die Spieler, sondern für die Geldgeber. Ich frage mich, ob das eine von den Entscheidungen waren. Als wahrscheinlich deutlichsten Warnschuss vor bewusst dem Gollum-Debakel. Schrott auf den Markt. Immer stiller gehauen. Wurde es unterdessen um Mitgründer Jan Poki Baumann. Noch vor dem 2016er Release von Deponia Doomsday, Dedelics bis heute letztem klassischen Point-and-Click, fasste er den Entschluss, sich neu zu erfinden. Unter dem Arbeitstitel Super Latent sollte ein filmisches Adventure mit verzweigter Narrative entstehen, das entfernt von Quantic Dream-Spielen wie Heavy Rain inspiriert wurde. Doch Poki verlor sich in einer langen, frustrierenden Konzeptionsphase, weil der offizielle Startschuss einfach nicht fiel. Noch bevor man so richtig angefangen hatte, wurde das Projekt eingestellt. Nach kurzer Elternzeit sollte dann der dritte Teil der Ätna-Reihe entstehen, bei dem sich aber auch früh Probleme abzeichneten. Und als das dann nicht sein sollte, war das halt für mich halt auch irgendwie einfach ein Signal. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich kann halt gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt halt nochmal in eine Phase geraten, wo ich jeden Wochentag halt irgendwie länger im Büro zu bleiben, geschweige denn Wochenende so. Ohne das einstige Gesicht von Dedelic und mit den zuletzt gefloppten Eigenproduktionen steuerte Dedelic in eine unsichere Zukunft. Doch ein Projekt hatte man noch in der Hinterhand, dem internationale Aufmerksamkeit garantiert war und bei dessen Ankündigung der Branche der Atem stocken sollte. Also die Idee, dass ein Herr-der-Ringe-Spiel gemacht wird, war schon während Säulen der Erde-Zeit. Dass auch die Gespräche geführt worden mit der Tolkien-Familie, dass das ein super langer Prozess war. Schon seit 2014 versuchte sich Carsten Fichtelmann an einem Deal mit Middle-Earth Enterprises, dem Inhaber der Herr-der-Ringe-Buchlizenz. Klappen sollte das aber erst 2018. Dass der Deal zustande kam, war eine kleine Sensation. Eine große, weltbekannte Marke in den Händen eines deutschen Studios, bis heute ein echtes Novum. Die Idee, ein Spiel aus Gollum sich zu erzählen, kam dabei gar nicht von Dedelic selbst. Das Unternehmen trat auf das Bremer Studio King Art Games zu, die unter anderem für das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest bekannt sind. Auf Dedelics Anfrage hin erstellten die einige Pitches, unter denen sich auch die Idee zu einer Geschichte aus Perspektive von Gollum befand. Umgesetzt hat die später aber Dedelic selbst. KingArt-Geschäftsführer Jan Theisen erklärte per Mail, dass man damals nicht zusammengekommen sei und sie keinen Einfluss oder Einblick in die Entwicklung gehabt hätten. In den Credits des Spiels wird KingArt aber als Ideengeber genannt. Wie wir in Gesprächen erfahren haben, gab es für das Spiel ursprünglich noch andere Ideen. Über ein klassisches Adventure wurde genauso nachgedacht wie über Aragorn und Gandalf als alternative Protagonisten. Letztendlich hätte man sich aber nach dem einfach so Mortal Kombat-mäßig. Man macht einmal Mortal Kombat und lässt alle Charaktere gegeneinander antreten, wie man fröhlich ist, weißt du, Gollum gegen Gandalf oder weiß ich nicht. Wäre immer noch ein besseres Game gewesen. Ganz ehrlich. Und wer wollte nicht schon immer mal Gandalf aus Prinzip auf die Fresse hauen? Nicht, weil das ein böser Typ ist, sondern einfach nur so just for fun.
Oder einfach Gollum. Wie so Hulk einfach durch die Gegend prügeln. Voll geil. Ich persönlich würde die Special Moves von Baumbart gerne sehen. Wie über Aragorn und Gandalf als alternative Protagonisten. Letztendlich hätte man sich aber nach dem Lizenzgeber gerichtet. Lord of the Rings Kart Racing. Interessanterweise soll trotz des schon beschriebenen schwierigen Klimas in der Firma unter den Beteiligten aber motivierte Aufbruchsstimmung geherrscht haben. Die Leute waren sehr ambitioniert. Im Endeffekt haben sich ja eigentlich alle gefreut, weil sehr viele bei uns Tolkien-Fans sind. Ich weiß, dass keiner von denen halt irgendwie dahin geht und sagt so, ach, das Geld haben wir ja schon und machen nur das Nötigste. Niemand von denen. Die haben sich halt alle den Arsch aufgerissen. Das mindestens genauso motiviert wie die Mitarbeitenden war das Marketing von The Delic. Schon ein Jahr nach Lizenzerwerb und Start der Pre-Production wurde der Herr der Ringe Gollum angekündigt und lautstark durch die Medien getrieben. Da wurden Vergleiche zu großen Blockbuster-Titeln wie Tomb Raider oder Uncharted gezogen und davon fantasiert, dass das Gollum-Spiel ein ähnlich zeitloses Werk werden könnte wie die Buchreihe, auf der es basiert. Ja, im Grunde genommen hat er vielleicht recht. Im Grunde genommen hat er damit recht. Ich glaube, das wurde geschafft. Aber ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Das ist so, ja, schwierig, schwierig. Ja, also ich glaube schon, dass man ein geiles Game machen wollte. Und das mit der Herr-der-Ring-Lizenz, ich meine, das muss halt auch schon unfassbar motivieren. Also ich weiß, wie es euch geht, aber eine Herr-der-Ringe, etwas zu Herr-der-Ringe, etwas Offizielles zu Herr-der-Ringe zu machen, das muss halt schon super krass sein. Also ich wäre mega motiviert, da irgendwas auszuscheißen, keine Ahnung, bla. Aber das dann auch zu können oder dann zu überlegen, was man da macht, und vor allen Dingen etwas, das mit dem Herr-der-Ringe-Universum mithalten kann. Ich meine, man hat es bei Amazon, bei Prime gesehen, bei der Serie. Es ist halt sehr, 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 sehr ambitioniert, in diese sehr, sehr, sehr großen Fußstapfen zu treten. Deswegen, interessant wären vielleicht Erzählungen im Herr-der-Ringe-Universum, ne, die in dieser Welt stattfinden eventuell, von neuen Charakteren oder sonst irgendwas. Aber mit den bestehenden Charakteren etwas zu machen, das ist so ambitioniert, das sind so große Fußstapfen. Und gerade die Tolkien-Fans, ja, die Hardcore-Tolkien-Fans, die nehmen einfach alles auseinander. Egal, was du dazu machst, die nehmen das komplett auseinander. Komplett. Kannst du sicher sein. Und die sind auch sehr, sehr anspruchsvoll. Ich persönlich fand die Amazon-Serie zum Beispiel, Rings of Power, ich fand, das war eine gute Fantasy-Serie. Es war jetzt an sich eine gute, gut guckbare Fantasy-Serie, wenn man sie aus dem Kontext Herr der Ringe rausnimmt. So, na, wenn man das einfach komplett rausnimmt, war das eine unterhaltsame Serie. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was alles da nicht und Pieperbo, ja, dann komme ich nämlich genau in diese Schneise rein. Und ich glaube, ja, obwohl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das Problem hatte Gollum gar nicht erst. Viele Leute sagen, man kann mit Gollum keine interessante Geschichte erzählen, aber ich finde, eigentlich ist Gollum der perfekte Charakter, um irgendwas Zerrissenes zu machen zwischen der Welt des einen und der Welt des anderen, wo man hin und her gerissen ist oder vielleicht Situationen aus beiden Seiten betrachten, eventuell aus der einen so, ja, ich will, dass alles gut wird, ich glaube immer noch bla, und das andere ist halt so verzerrt, bösartig und so. Du kannst aus Gollum als Charakter, finde ich, was super Interessantes machen, aber nimm das, entwickel das rund um den Charakter und nicht um irgendeine komische Geschichte, die da irgendwie super irrelevant ist im gesamten Universum, die einfach keinen interessiert. Das ist so, ja. Ich finde auch, aus Gollum hätte man sehr gut was machen können. Genau, ja, sowas über Hellblade. Ja, sowas. Ach, Mann. Das ist ja im Grunde aus Marketing-Sicht erstmal, bevor es irgendwann zu einem Release kommt, sehr klug, weil ja leider auch die Spielepresse für sowas anfällig ist und dann das gerne und dankbar annimmt. Ich glaube, was da auch drinsteckt, ist der Wunsch von The Delic, und ich glaube auch, wenn man Interviews hört von Carsten Fickelmann, aus The Delic ein international erfolgreiches Unternehmen zu machen. The Delic zu dem Zeitpunkt relativ unbekannter weltweiter Publisher. Da könnte man jetzt annehmen, dass man hier versucht hat, so früh wie möglich einen Nutzen aus der Lizenz zu schlagen. Öffnet immerhin eine weltweite Bühne. Könnte man sagen, gut gemacht.
Die großen Versprechen brachten der Delic tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Cover-Stories sowie internationale Berichterstattung, was sicherlich auch dem Publishing-Zweig neue Möglichkeiten eröffnete. Mission erfüllt also. Nur waren die Leidtragenden diejenigen, die diese Versprechen letztendlich erfüllen mussten. Und hier wiederholt sich ein Muster von dem... Ganz kurz, Helm, Light meets Shadow of Mordor. Das Ding ist, man muss realistisch bleiben, für Shadows of Mordor ist Daedalic an sich zu klein. Das Entwicklerstudio Daedalic ist für ein Spiel der Größe Shadows of Mordor ist einfach viel zu klein. Und ich glaube, man hat sich selbst bei einem Spiel der Größe von Gollum mit dem kleinen Studio verschluckt einfach, komplett verschluckt, komplett überschätzt einfach, was die Leute leisten können. Oder wie viele Leute du brauchst, um sowas zu realisieren. Genau, und das andere Problem ist, du hast einfach so gut wie keine Kompetenz zu dieser Art von Spiel im Unternehmen. Du hättest eigentlich, ne, Schuster bleibt bei deinem Leisten, Schuster bleibt bei deinen Leisten, du hättest eigentlich bei deiner Kernkompetenz bleiben müssen. Für das Game. Und das, ich verstehe, dass man einfach was abliefern wollte, was Epochales, was Geiles, und das kannst du wahrscheinlich nicht mit einem Point-and-Click machen eventuell, ja, weil das sehr nischig ist. Ja, das war komplett verschluckt, glaube ich. Indem die vollmundige Ankündigung wie eine Rauchbombe abzulenken schien. Der Daedalic hat zuvor noch nie ein Spiel mit AAA-Ambitionen entwickelt. Mit der Unreal Engine zwar schon gearbeitet, aber damit nur Spiele in völlig anderen Genres realisiert. Und letztlich schien man mehr zu wollen, als man zu investieren bereit oder fähig war. Wenn man das Projekt sich im Nachhinein anguckt, wie viele Personen da in den Credits stehen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Produktion, Uncharted, Tomb Raider, und ich gucke mir die Credits da an, dann werde ich schon feststellen, dass da mindestens doppelt bis dreifach so viele Programmierer allein dran gesessen haben. Es ist auch wichtig, Risiken einzugehen, aber es ist natürlich auch etwas, wo man nicht wirklich weiß, von Anfang an hat man sich vielleicht übermannt damit. Bei unseren Gesprächen mit Beteiligten, die größtenteils anonym bleiben wollen, wurden verschiedene Punkte genannt, die für den letztendlichen Zustand des Spiels verantwortlich seien. Dabei muss man erwähnen, dass an Gollum nicht alles schlecht ist. Es gibt stimmige Kulissen, schöne Ideen und gut funktionierende Abschnitte. Nur sind die hinter den vielen eindeutig unfertigen, nicht zu Ende gedachten Teilen des Spiels versteckt, die Resultat einiger unglücklicher Schnitzer und Fehlentscheidungen sind. Der erste Punkt, der mir in Gesprächen häufiger begegnete, ist im Zusammenhang mit Daedalic sogar ein historischer. Da hieß es, dass der Herr der Ringe Gollum einfach falsch angegangen worden sei. Ähnlich der Entwicklung ihrer Adventures habe auch bei Gollum die Geschichte an erster Stelle gestanden. Und das merkt man auch im Spiel. Uns wird die Kontrolle entrissen, weil wir erst noch einem Dialog zuhören sollen, oder wir werden durch spielerische ereignislose Abschnitte geführt, weil noch ein wichtiger Teil der Geschichte erzählt werden muss. Das Problem der vernachlässigten spielerischen Komponente zeigt sich auch bei einem grundlegenden Punkt, den die Entwicklerinnen und Entwickler in der Konzeptionierung wahnsinnig unterschätzt haben. Auch weil bisher nur wenige Studios damit Erfahrung gesammelt haben. Guckt man sich Gollum zum Beispiel mal an, dann stellt man fest, das ist gar kein Zweibeiner. Schon das erste Risiko, was man eingeht, wenn man jetzt ein Spiel mit Vierbeinern macht, gibt es ganz andere technische Probleme. Das macht sich sogar bei der Genauigkeit dann dieses Charakters im Spiel bemerkbar. Mehrere Quellen haben uns bestätigt, dass es ein höllischer Aufwand gewesen sei, für saubere Animationen und eine fehlerlose Kollisionsabfrage der Gliedmaßen zu sorgen. Bis zum Schluss hätte man daran noch gefeilt, weshalb intern auch darüber diskutiert wurde, ob der Aufwand gerechtfertigt wäre. Die Zeit fehlte dadurch ja wiederum an anderer Stelle. Die unglücklich verlaufende Konzeptionsphase scheint dabei Ursprung einiger Probleme zu sein, die sich erst später bemerkbar machten. Ich glaube halt, am Anfang ist es einfach, sich in solche Träume zu suhlen, dass man denkt, dieses Spiel wird das Oberspiel und deswegen dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, um dann zu gucken, was kriegt man denn wirklich hin. Ja. Ich fand es ein wenig... Das ist eine sehr große Falle, weil du willst, wie gesagt, du willst halt was Geiles abliefern, du willst dies, du hast das, du hast tausend Ideen dafür, aber das Problem ist, die müssen halt alle auch umgesetzt werden und du brauchst halt entweder die monetäre Möglichkeit dazu, aber auf jeden Fall genug Leute, die du eben auch bezahlst. Ein Team, das groß genug ist und auch das entsprechende Know-how hat in den verschiedenen Abschnitten. Ja, das ist... Das rein, dann packen wir das rein, um dann zu gucken, was kriegt man denn wirklich hin. Ich fand es ein wenig schade, dass man sich das Leben mit so vielen Minigames dort noch zusätzlich... Die GUI einfach, dieses nicht vorhandene Overlay mit Arial-Font. Dieses einfach überhaupt nicht vorhandene Overlay. Das ist so,
das ist nicht Low Effort, das ist einfach, es sieht einfach wirklich aus, alles wie mit der heißen Nadel gestrickt. Es fehlt und mangelt einfach an so vielen Ecken und Enden. Ja, es ist, da fehlt einfach komplett der UX-Designer quasi, ne? Also der die Overlays macht quasi, ne? Und so. Kommt gleich, okay, Entschuldigung. Schwer gemacht hat, die dein Risiko halt nochmal erhöhen, wenn du ein Spiel entwickelst, statt sich dort mehr auf den Core-Game-Look zu enden. Generell hätte es der Erstausrichtung an einer klaren Vision gefehlt. Zu Beginn wurde über wahnsinnig viele Elemente nachgedacht. Freies Klettern wie in Zelda, Rutsch- oder Balanceabschnitte, die letztlich jedoch verworfen wurden. Aber auch im fertigen Spiel stecken noch wahnsinnig viele Mechaniken, denen das Team in der Entwicklung einfach nicht gerecht werden konnte. Ein Befehlsmenü für Companions. Und ganz kurz, denen das Team in der Entwicklung. Wie sehen die Orks aus wie aus Planet der Affen, aus dem Remake mit Mark Wahlberg? Warum haben die alle so einen Tamponhut auf? Was ist das? Warum? Welchen Zweck dient es? Ist das ein Pfefferstreuer? Was kann man damit machen? Ich verstehe es aber nicht. Entwicklung einfach nicht gerecht werden konnte. Ein Befehlsmenü für Companions, das viermal im Spiel Anwendung findet. Selten nötiges Tauchen aus der Ego-Perspektive oder das Einfärchen von wilden Boroks. Unter dieser Vielfalt litten dann natürlich auch Kernmechaniken wie die Streitgespräche zwischen Gollum und Smeagol. Ein eigentlich spannendes Konzept, das viele verschiedene Iterationen durchlief. Da sollte die gespaltene Persönlichkeit wie im Film durch unterschiedliche Perspektiven eingefangen oder die Zerrissenheit durch sich bewegende Antwortmöglichkeiten symbolisiert werden, die man nur mit viel Geschick treffen konnte. Fertiggestellt wurde dieser Teil des Spiels aber nie, weshalb kurz vor Veröffentlichung eine Notlösung erstellt und implementiert wurde. Aber auch abseits der vielen Systeme und Mechaniken schien man sich an der schieren Größe des Spiels hemmungslos verhoben zu haben. Erste Levelrohentwürfe seien fast doppelt so umfangreich wie die gewesen, die es letztlich in das ungefähr 12 bis 13 Stunden lange Spiel geschafft haben. Erst bei den viel zu seltenen Playtests habe man gemerkt, dass sich die Abschnitte über die Dauer einfach nicht tragen. Erst als Anfang 2022 ein neuer Producer zum Team dazustieß, seien die Level nochmal stark eingekürzt worden. Änderungen, die dem Projekt laut einiger Aussagen gut taten, Hintergrund.png, aber leider einfach zu spät kamen. Die hatten einfach zu wenig Zeit. Man kann halt nicht einfach noch mehr Geld auf so ein Ding kippen, nochmal ein Jahr hinten dranhängen und dann wird alles viel, viel besser. Das ist unrealistisch, weil die Basis darunter es nicht hergibt. Da arbeiten Leute dran, die 10, 15, 20 Jahre in der Spieleindustrie sind. Die sind gut, die können aber nicht hexen. Weil man trotz dreigestellter Anträge keine Förderung erhalten und der damalige Eigentümer Bastei Lübbe öffentlich am Unternehmen gezweifelt habe, sei es Tadelic nicht möglich gewesen, dem Projekt ein größeres Budget und damit auch ein größeres Team zuzuweisen. Gollum hatte am Ende ein Entwicklungsbudget von ca. 15 Millionen Euro. Also nur ein Zehntel eines AAA-Spiels, so das Unternehmen weiter. Und schließlich spielte auch der Faktor Zeit eine Rolle, da die Lizenz zeitlich befristet war. Trotzdem wurde der Release von 2021 auf September 2022 verschoben. Doch auch das reichte nicht. Wie uns in Interviews erzählt wurde, wäre das Spiel zu dieser Zeit ein Totalschaden gewesen. Weshalb der erneute Aufschub bis zum 25. Mai 2023 intern nur als Schadensbegrenzung angesehen wurde. Was man am letztendlichen Spiel leider durchaus ablesen kann. Zum Beispiel an den fast schon surreal wirkenden Copy-Paste-NPCs oder Zwischensequenzen, in denen zufällig die Dinge verdeckt oder aus dem Bild gehalten werden, die eigentlich zu animieren gewesen wären. Die Zeit hat einfach gefehlt. 2021 veröffentlichte Tadelic auf den Game Awards den ersten CGI-Trailer zum Spiel. Der wurde, wie in der Branche nicht unüblich, nicht vom Studio selbst, sondern von der Firma PlaySense produziert. Zwar machten sich in einigen Kommentaren Leute über Gollums Design lustig, größtenteils zeigte sich aber vorsichtiger Optimismus. Etwas, das sich beim nächsten Eindruck, den wir vom Spiel gewannen, schlagartig ändern sollte. Auch das Team sei überrascht gewesen. Nicht von der Resonanz, sondern weil sie entweder von der Existenz des Trailers nichts wussten oder aber über dessen Zustand erstaunt waren. Ich weiß von Gesprächen mit Leuten, die an diesem Trailer gearbeitet haben, dass auch von deren Seite gesagt wurde, ey, sollen wir nicht vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Arbeit in die Assets reinstecken? Sollen die nicht vielleicht noch mal überarbeitet werden? Wollen wir das wirklich so raushauen? Ne? Ich weiß nur nicht, ob jemals jemand darauf eine Antwort gekriegt hat. Die vielleicht nicht, uns gegenüber resümierte Tadelic aber, dass es Trailer gab, bei denen man bessere Assets hätte wählen können. Das heißt aber auch, wenn du die Trailer in dem Zustand schon rausgehauen hast, dann
Du hast diesen Trailern nicht mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt, um diese Trailer entsprechend aufzuarbeiten. Ihr wisst ja, wie oft das bei Spielen ist, ne? Wenn ein Spiel wenn das Gameplay im Trailer auf einmal viel geiler aussieht, als es dann hinterher bei Release aussieht, weil man dann vielleicht für schwächere Systeme irgendwas rausnimmt, bla bla bla, pipapo. Man hat sich da nicht mal mehr die Mühe gemacht. Ich glaube, man wusste an dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, wie es laufen würde, kann ich mir vorstellen. Das ändert im Nachhinein natürlich nichts daran, dass, wie wir in Gesprächen erfahren haben, die Reaktionen des Teams schwer getroffen haben. Gerade weil man selber nicht zufrieden mit der Qualität von Trailer und Spiel war. Trotzdem, und diesen Eindruck habe ich in allen meinen Gesprächen gewonnen, gab man weiterhin alles, um aus Gollum das bestmögliche Spiel zu machen. Und dabei sei es auch zu Crunch gekommen, wohl selten angeordnet, stellenweise führte aber auch einfach kein Weg daran vorbei. Gerade die Qualitätskontrolle sei übermäßig hart davon getroffen worden. Laut Dedelic sei das kurz vor Release eines solchen Spiels aber normal und jede Überstunde konnte ausgeglichen werden. Geholfen haben Mühe und Mehraufwand, wie wir mittlerweile wissen, aber leider nicht. This is horrible and nobody likes it. Alles sieht so wahnsinnig scheiße aus. Oh my god, this is awful. Why would anybody play this? Lizenzgurke. Unterdurchschnittlich. It's the worst game this year. Das Spiel erschien und erntete harte Kritiken und viel Spott. Was mir halt auf jeden Fall sehr, sehr leid tat, war diese ganzen Menschen, die dann so innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es in den Kollegen aussieht gerade. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil es wird halt wehtun. Als Entwickler kennt man halt die Probleme von seinem Produkt halt am besten. Und eigentlich auch jedes einzelne Problem, das in einem Spiel ist, tut einem halt auch einfach am meisten weh. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass das Leute traumatisiert hat. Das Entschuldigungsschreiben, das die Firma einige Tage nach Release veröffentlichte. The Lord of Ring Gollum. Ja, und egal, was jetzt kommt mit dem Entschuldigungsschreiben, ja, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, es gab dieses höchst merkwürdige Entschuldigungsschreiben, das höchst generische Entschuldigungsschreiben, bis heute. Ja, dieses Entschuldigungsschreiben, ich kann euch genau sagen, wie viel es wert ist. Nämlich einen Scheiß. Und zwar beziehe ich meine Annahme daraus, dass bis heute Gollum immer noch keine Preisminderung, kein gar nichts. Du kannst Gollum immer noch bei Steam zum vollen Preis kaufen. Ich weiß nicht, ob jetzt aktuell gerade ein Sale ist oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, und das war, glaube ich, letzte Woche, immer noch komplett so auf Steam. Plus dem merkwürdigen DLC. Ja, also das hier, dieses Entschuldigungsschreiben ist einfach einen Scheiß wert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Half nicht dabei, die Lage zu entschärfen. Im Gegenteil, die leeren Phrasen und der 50 Euro gerade. Momentan 50 Euro. Kannst du ja nicht ausdenken. Das kannst du aber nicht ausdenken. Ja, und es gab kein Update, es wird keine Fixes mehr geben, weil die Entwicklungsabteilung ist ja dicht gemacht. Es wird nie wieder irgendwas in der Richtung geben. Es steht einfach so drin. 50 Euro. Die Standardversion, glaube ich, ne? Das Veröffentlichte half nicht dabei, die Lage zu entschärfen. Im Gegenteil, die leeren Phrasen und der Schreibfehler im Namen des Spiels schienen die schlechte Stimmung nur noch anzuheizen. Wie Dedelic schriftlich bestätigt, wurde dieses Schreiben gar nicht von ihnen selbst, sondern von Publisher Nacon verfasst. Der Beitrag wurde auf dem offiziellen Twitter-Account zum Spiel gepostet, der nicht von uns, sondern von Nacon betreut wird. Aber warum lasst ihr euren Twitter-Account denn von Nacon? Ihr habt doch jemanden für Social Media. Da gibt es doch jemanden für Social Media. Der macht doch die Instagram-Postings mit Fanarts und bla 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 zu alten Adventures. Da wird immer noch mal ein bisschen auf die Dingensdrüse gedrückt. Hier, alte Zeitendrüse. Da gibt es doch jemanden für Social Media. Hast du das gekauft? Ich habe Gollum immer noch nicht gekauft. Ich bin ehrlich, ich würde es wahnsinnig gerne mit euch durchspielen. Aber halt als Let's Trash. So leid es mir tut. Ich würde es einfach nur machen des Unterhaltungsfaktors wegen. So leid es mir tut. Okay, aber warum darf denn Nacon da was schreiben auf den offiziellen Twitter-Account von Dedelic? Bei dem Schreibfehler handelt es sich aber offensichtlich schlicht um genau das, nämlich einen Schreibfehler, nicht um eine geheime Botschaft, die manchmal vermutet. Oh, Nacon hat den Laden aufgekauft. Ja, aber es ist ja trotzdem, Dedelic ist ja immer noch das Entwicklerstudio gewesen. Das verstehe ich halt nicht. Die Veröffentlichung sei sogar ohne vorherige Ach, das war der Twitter-Account vom Spiel, nicht der Dedelic-Account. Ja, ich bin doof. Es ist der Twitter-Account vom Spiel natürlich, klar. Aber geschrieben im Namen von Dedelic ohne Abnahme.
Name durch das Studio geschehen. Wie uns zwei anonyme Quellen erzählen, sei die Entschuldigung sogar von der KI ChatGPT geschrieben worden. Und das anscheinend ohne doppelten prüfenden Blick. Der anhaltenden Kritik zum Trotz arbeitete das Team nach Veröffentlichung unermüdlich an Patches. Das mit ChatGPT kann man Warte mal, ich muss noch mal kurz reinhören. Warte mal. Name durch das Studio geschehen. Wie uns zwei anonyme Quellen erzählen, sei die Entschuldigung sogar von der KI ChatGPT geschrieben worden. Und das anscheinend ohne doppelten Prüfen. Hätte die aber The Lord of the Rings nicht richtig geschrieben? Oder wahrscheinlich wurde das schon bei der Eingabe falsch geschrieben? Okay, ich weiß aber nicht. Hattest du das nicht sogar auch gesagt? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Hatten wir vermutet? Okay, dann haben wir das auch vermutet. Okay, gut, dann bin ich ja happy darüber. Aber eigentlich bin ich traurig darüber. Okay, ja, das ist für den Blick. Doof. Der anhaltenden Kritik zum Trotz arbeitete das Team nach Veröffentlichung unermüdlich an Patches. Etwas aber war seltsam. In Studios wird nach Fertigstellung eines Spiels normalerweise nach und nach das Team abgezogen und an einem Folgeprojekt gesetzt. Nicht so bei Gollum. Die Mitarbeitenden fühlten sich alleingelassen, hingen verschiedenen Aussagen nach ganz schön in der Luft. Es ging nicht weiter, obwohl noch mit zwei weiteren Spielen im Der Herr der Ringe-Universum geplant worden sei. Bereits im Sommer 2022 wurde unter dem Arbeitstitel It's Magic das nächste Der Herr der Ringe-Spiel von Daedalic durch die Games-Förderung mit etwas mehr als 2 Millionen Euro unterstützt. Daedalic arbeitet an einem neuen Projekt, das den Spielern eine üppige Welt voller mythischer Wesen und Zauber entführt. Es wird eine Geschichte aus der Perspektive eines Charakters erzählt, die so noch nicht erzählt wurde. Der Spieler entdeckt dabei völlig neue Regionen und nimmt im Rahmen seiner Rolle und seiner Fähigkeiten auf die Geschehnisse der Welt Einfluss. Er versucht damit auf seine Weise den Lauf der Dinge zu beeinflussen und das Schicksal der Welt zu verändern. Dieses Projekt richtet sich an begeisterte Fans der Fantasy-Story und 3D-Action-Adventure-Genres auf der ganzen Welt. Okay, ich bin ganz ehrlich, hört sich auch wieder an wie ChatGPT. Das hört sich auch wieder komplett an wie ChatGPT. Das ist einfach, ich mache ein Spiel, das wurde so noch nie gesehen, in mythischen Welten, mit fantastischen Abenteuern. Und die Protagonisten haben ein Geheimnis, das es aufzuklären gilt. Und dann auf einmal geschieht das Unfassliche, als wir Dinge herausfinden, die es herauszufinden gilt. Wow, das wird Leute überall begeistern, die gerne Kümmel essen. The Lord of the Rings Gandalf. Und dann läuft Gandalf da einfach die ganze Zeit so rum. Ja, genau das. Einfach, oder ein Map-Pack. Map-Pack für Gollum einfach. Juhu. Und auch einen ersten Prototypen hätte es schon gegeben. Einige unserer Quellen berichteten von einem internen Konzept-Trailer, in dem der Zauberer Gandalf die Hauptrolle übernahm. Ach. Dem ersten Eindruck nach hätte es vielversprechend ausgesehen. Allerdings gab es ein Problem. Lizenzgeber Middle-Earth Enterprises erteilte dem Entwurf eine Absage, weil es inhaltliche Überschneidungen mit anderen Produktionen gab. Deshalb wurde an... Ich habe eine Frage. Hätte Gandalf dieselbe Frisur gehabt wie Gollum? Und wäre der Bart genauso gut animiert gewesen? Es sind nur Fragen, die ich stelle. Es tut mir leid. Ich muss aufhören. Es tut mir leid. Wurf eine Absage, weil es inhaltliche Überschneidungen mit anderen Produktionen gab. Oh. Deshalb wurde an Alternativen gearbeitet. Wir hörten beispielsweise von einer Idee, intern als CSI Minas Tirith betitelt, in der ein Geschwisterpaar des gondorianischen Adels auf Mördersuche hätte gehen sollen. Aber so weit sollte es nie kommen. Wie wir heute wissen, löste die Geschäftsführung etwas mehr als einen Monat nach Release überraschend die gesamte Entwicklungsabteilung auf. Das Unternehmen wolle sich fortan ganz auf das Publishing-Geschäft konzentrieren. Nach offiziellen Meldungen verloren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Tag ihren Job. Das macht einen natürlich schon betroffen. Das war ja quasi immer, sage ich mal, meine Hälfte der Firma war halt eigentlich die Entwicklungsabteilung. Und ich hoffe halt sehr, dass die auf den Füßen landen. Ich fand es schon echt krass. Also ich hab's. Es hat leider. Man kann es einfach sagen, es ist das Ende einer Ära. Muss man einfach sagen. Boah, die Daedalic Adventures waren einfach immer Liebe. Die waren immer Liebe. Ich wünschte nur, irgendwie, es wäre möglich gewesen, dabei zu bleiben. Und das vielleicht als kleine externe Firma Daedalic Adventures oder Daedalic Worlds oder irgendwie sowas aufrecht zu erhalten. Ja, dass es vielleicht so ein Nischending ist, was vielleicht
eventuell irgendwie auf null rauskommt und dann kann man vielleicht irgendwie mit Merch vielleicht noch irgendwie Abverkäufe machen oder irgendwas, dass es zumindest so ein Herzensding irgendwie noch ist, aber damit kannst du halt auch natürlich keine internationale Company stellen, das ist mir schon klar. Gollum hat alles zerstört. Nein. Ich glaube, Gollum ist, glaube ich, das akkumulierte Endergebnis einer langjährigen Symptomatik. Gollum ist einfach nur am Ende der Vulkanausbruch von Dingen, die schon lange gegärt haben. Gollum ist, glaube ich, eher das Ende. Genau, der letzte Nagel für den Sarg. Genau das eben leider. Im wahrsten Sinne. Und das ist furchtbar, furchtbar schade. Ja. Dass die auf den Füßen landen. Ich fand es schon echt krass. Also ich habe es gelesen und ich dachte mir, oh Mann, voll schade irgendwie, weil das war so die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Ja. Und dass man weiß, dass dieses Daedalic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird. Ich verstehe es aus Geschäftssicht. Es ist aber sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Natürlich steht Daedalic nach der Veröffentlichung von Gollum im schmerzlich grellen Rampenlicht. Doch von einigen sehr eigenen, schwerwiegenden Vorwürfen abgesehen, sind viele der angesprochenen Probleme leider keine Daedalic-Exklusiven. Crunch ist nach wie vor ein zwar langsam wahrgenommener und kritisierter, aber auf keinen Fall ausradierter Faktor der Games-Branche Welt. Crunch wird niemals ausradiert werden können. Tut mir leid, ich will da keine Illusion zerstören. Man kann Crunch so angenehm wie möglich gestalten, so milde wie möglich versuchen, aber du wirst ihn nicht ausradieren können. Ich behaupte einfach mal, in den meisten produktiven Betrieben wird es das immer mal wieder geben. Die Frage ist halt nur, in welcher Umsetzung. Crunch ist, wenn Mitarbeiter zum Beispiel länger bleiben müssen, weil zum Beispiel in dem Fall, weil ein Spiel rauskommt, ja, und du musst noch ganz schnell, das Polishing muss noch gemacht werden, bla bla bla, es gibt noch sehr viele Baustellen, 1000 Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten kosten immer das meiste der Zeit und das ist immer, wenn irgendwas Neues released wird, egal ob Spiel oder Produkt oder irgendwas, es müssen noch mal länger geblieben werden, es muss noch mal reingekloppt werden und so weiter. Die Frage ist nicht, ob du Crunch verhindern kannst, weil ich glaube, das wird niemals passieren, sondern eher, wie du den umsetzt oder wie du den gestalten kannst oder wie du versuchst, den abzufangen. Das ist, glaube ich, eher die Frage. Genau, das 80-20-Prinzip, genau. Dann hat man aber falsch geplant. Nein, du kannst so gut planen, wie du möchtest, aber am Ende, du wirst immer noch 1000 Dinge haben, die noch gemacht werden müssen. Und es werden immer kleinere Kleinigkeiten werden es werden. Die Frage ist einfach nur, wie man damit als Company umgeht. Ja, gibt's überall. Ich arbeite im Maschinenbau, habe letztes Jahr fast 100 Überstunden gemacht. Ja, ich sage, das gibt's in jeder produktiven, also ich glaube zumindest in jedem produktiven Betrieb. Wenn das nur für eine begrenzte Zeit ist, geht das noch. Ja, genau, aber wie gesagt, es kommt ja darauf an, wie das auch kompensiert wird auf der einen Seite und wie das abgefangen wird. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit dann einfach im Büro pennen musst oder halt wirklich Tag und Nacht im Büro bist, 7 Tage die Woche, das gilt es dann vielleicht auch mal zu vermeiden. Langsam wahrgenommener und kritisierter, aber auf keinen Fall ausradierter Faktor der Games-Branche weltweit. Mhm. Ebenso der Umgang mit jungen Berufseinsteigenden oder geleisteten Überstunden. Aber nur weil an anderer Stelle Ähnliches passiert, macht es den beschriebenen Fall nicht weniger ernst oder kritikwürdig. Nein. Vor allem, weil der Fall von Daedalic zeigt, dass die Mitarbeitenden immer die ersten Leidtragenden einer schwierigen Firmenpolitik und Kultur sind und nicht diejenigen, die sie auslösen und verantworten. Und das hat letztlich leider einem vielversprechenden deutschen Studio, das teils wunderschöne Spiele gemacht hat, nahezu die Existenz gekostet. Geile Doku. Furchtbares Thema. Was Daedalic betrifft, war es, glaube ich, damals die smarteste Entscheidung, parallel ins Publishing zu gehen. Das war, glaube ich, die smarteste Entscheidung. Aber vielleicht hätte man dann die Spieleentwicklung auch konsequenter trennen müssen vom Publishing eventuell. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, als kleines Ding.